Unser Rathaus in Aalen ist zum Sanierungsfall geworden. Seitdem ist eine hitzige Diskussion über die Zukunft des Rathauses in Aalen entbrannt. Die einen möchten das Rathaus sanieren und damit erhalten, die anderen möchten lieber ein neues Rathaus und das alte abreißen. Wenn beide Seiten aufeinandertreffen, wird es sehr schnell emotional. In unserer Serie Die Zukunft des Aalener Rathauses laden wir Gäste beider Seiten ein. Hier können Sie Ihre Sichtweise erläutern, ohne unterbrochen zu werden. Ich nehme dabei die Argumente der Gegenseite ein. Somit haben Sie als Zuschauer die Möglichkeit, sich über die Sichtweise jeder Seite zu informieren. Unser Gast heute ist Markus Link. Er war bereits schon Gast bei uns. Damals haben wir über Fußball gesprochen. Heute werden wir über das Rathaus sprechen. Markus, kannst du dich kurz mal vorstellen? Mein Name ist Markus Link. Ich bin 48 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin hier geboren in Aalen, die ganze Familie ist in Aalen, bin halt gebürtiger Aalener. Wie kommt eigentlich dein Interesse zum Rathaus zustande? Ja, ganz einfach, das Rathaus ist ein Teil von uns, von Aalen. Und ich habe es noch nie so als besonders hübsch empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich Geschmackssache, aber wenn schon mal so eine Entscheidung gefällt worden ist, bin ich halt der Meinung, muss man auch das akzeptieren können und muss man auch hinter dem Rat stehen, den man teilweise auch selber gewählt hat. Und ich bin einfach für einen Neubau. Warum favorisierst du den Neubau? Ich sehe ganz einfach die Probleme, die das Rathaus jetzt hat, mit Undichtigkeiten, von einer Klimaanlage. Da musste ja teilweise schon Ämter rausgeschickt werden und woanders eingesiedelt werden, dass das vielleicht wieder zusammengefasst wird in einem und dass man dann vernünftig auf den heutigen Stand der modernen Technik bringt, ja, mit allem drum und dran, mit allem Zip und Zap, dass wir halt wieder gut dastehen. Ich sehe halt so, auf keiner Postkarte von Aalen ist unser Aalener Rathaus zu sehen und ich glaube, das ist nicht ohne Grund so. Hier gibt es genug Denkmäler und wer weiß was Schönes, aber dieses Rathaus gefällt mir einfach nicht. Was denkst du darüber, wenn man es sanieren würde, das Rathaus, es eine freundlichere Fassade bekäme, die Fassade auch dafür, diese moderne Fassade dafür sorgen würde, dass im Sommer gute Klimaverhältnisse im Rathaus sind und im Winter es warm ist und nicht zieht oder so. Wäre das eine Überlegung für dich wert? Also ich habe mir da die Beispiele angeguckt, die da im Internet kursieren und alles. Ist alles gut und schön, aber ich glaube einfach, so eine Kernsanierung, das weiß jeder Hausbesitzer, das kostet genauso viel wie ein Neubau. Mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Mhm. Und ich glaube, da ist einfach, sind so viele Schäden an dem Gebäude, in dem Gebäude, auch die man gar nicht so vielleicht jetzt erkennt, aber im Nachhinein wird man es erkennen und dann ärgert man sich. Und dieser Fehler ist dann, den kann man halt nicht mehr zurücknehmen. Warum denkst du, ist das Rathaus nicht schützenswert? Warum ist es kein Denkmal? Das wurde ja schon auf den Weg gelegt, ja, der Denkmalschutz sollte ja auf das Rathaus, wurde ein Antrag gestellt und es ist nicht denkmalwürdig. Mhm. Es wurde so empfunden und es ist auch meine Meinung. Mhm. Als Beispiel, ich habe einen Käfer, mein erstes Auto war ein VW Käfer. Heute fahre ich einen VW Beetle, selbe Modell, nur ja, mit neuer Technik, mit allem drum und dran, neue Klimaanlage, besseren Spritverbrauch und genau sehe ich das mit dem Rathaus auch. Das Alte muss einfach weg. Das ist einfach nicht mehr rentabel und entspricht überhaupt nicht mehr der heutigen Zeit. Und wenn das nun mal entschlossen worden ist, dann muss man sich mal fügen und sich mal anpassen und muss doch einfach mal neue Sachen zulassen. Weil ich finde, gerade hier in Aalen ist gerade so viel in Bewegung. Das würde Aalen richtig gut geben und ich glaube auch einen Schub nach vorne geben. Wie würde denn für dich oder wie würde das neue Rathaus denn aussehen, deiner Meinung nach? Also ich bin überhaupt kein Architekt, muss ich dazu sagen oder sowas. Aber es sollte schon sowas wie eine Stadthalle beinhalten oder einen Raum, zumindest einen großen Raum, wo man sich sowas
vorstellen kann, eine Begegnungsstätte für Alt und Jung. Gerne auf dem modernsten Stand, wenn da Sachen drin integriert werden, wie Läden oder Ärzte und so weiter. Warum nicht? Also ist alles möglich. Da haben wir genug schlaue Köpfe, die sich, glaube ich, darüber den Kopf zerbrechen können. Aber ich glaube halt, das alte Rathaus hat einfach ausgedient. Wo ich sagen muss, wenn diese Befürworter für dieses Rathaus wirklich was erhalten wollen, dann sollen sie auch das alte Rathaus erhalten. Unser Standesamt, das ist denkmalwürdig, das ist Denkmalschutz. Das ist ein vernünftiges Argument, das mich überzeugt, da Geld reinzustecken. Aber in das Aquarium, da sehe ich überhaupt keine Chance, das irgendwie wieder herzurichten. Ist einfach so. Ist deine Meinung sehr stark auch geschmacksgesteuert? Nee, ich habe viel gelesen, viel mitbekommen, bin eigentlich tagtäglich unterwegs auf Internetseiten und Foren und lese und informiere mich auch bei meinen Freunden und Kollegen, die teilweise auch im Rathaus arbeiten, und selbst die im Rathaus arbeiten, sind ja fast, ich glaube, zu 96% für den Abriss. Und das nicht ohne Grund. Wenn da in den Büros schon Wassereimer stehen und so weiter, der oberste Trakt kann gar nicht mehr genutzt werden, da ist alles schimmelig, da ist eine heiße Rohrleitung explodiert, da konnte man ja froh sein, dass keiner mehr in den Büros war. Das sind ja alles Vorfälle, die sind Tatsache. Die Schuld daran muss man natürlich den Leuten vor 10, 15, 20 Jahren geben, dass da nicht durchgängig renoviert wird. Wer selber ein Haus hat, der weiß, ich habe selber ein 100 Jahre altes Haus mit meiner Frau, da musst du jedes Jahr investieren und reinstecken. Da musst du modernisieren. Wir haben auch Solar auf dem Dach und einen Pelletofen und. Und das wurde halt vergessen. Und dieser Zustand, den kannst du irgendwann an einem Gebäude nicht mehr aufholen. Das ist einfach so. Ich habe mal Argumente der Rathausfreunde gesammelt. Ich nenne die immer und dann kannst du dazu was sagen. Ja? Ja. Okay. Das Rathaus ist stadtbildprägend und darf aus unserem Stadtbild nicht verschwinden. Stadtbildprägend ist für mich der Marktplatz. So stelle ich mir Alt-Ahlen vor, da ist unser altes Rathaus. Ist saniert worden, schön geworden, gut geworden. Da gibt es auch kein großes Gemecker mehr. Also da ist eigentlich meine Antwort dazu. Das hat nichts mit dem Rathaus da zu tun. Okay. Die Architektur ist besonders für die damalige Zeit und von daher ein schützenswertes Denkmal. Das haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Was ist nochmal dazu deine Meinung? Besonders ja, aber in meinen Augen, also da ist nichts Schöneres als wie Beton und Glas. Ja. Mehr ist es wirklich nicht und von innen ist es auch nicht erhaltenswert, farblich gesehen und so weiter. Es ist einfach nicht mehr zeitentsprechend. Das Betongerüst ist hochwertig, weil damals Qualitätsbeton verbaut wurde und Beton wird über die Jahre immer fester. Das mag sein, aber trotzdem, nur das Gerippe alleine hilft ja keinem weiter. Also ich sehe das so. Aber man könnte da ja was Neues errichten, dass man es bis auf den Kern, also nennt man Kernsanierung, ja, zurückbaut und dann wieder. Also ich lasse den Betonklotz stehen, richtig, und mache drumherum alles neu. Ja, genau. Also finde ich fürchterlich. Vor allen Dingen der Betonklotz sieht ja auch schlimm aus. Den würdest du ja nachher nicht mehr sehen, ne? Weil da kommt ja. Den sieht man ja jetzt auch zum Teil. Den Betonklotz, aber man könnte ihn durch eine Fassade verdecken, ne? Könnte man machen, aber das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wer setzt sich solche Betonklötze irgendwo hin? Beim Abriss des Rathauses müsste ein hochwertiges Betongerüst, also das jetzige, abgerissen werden, was beim Neubau wieder aufgebaut werden muss. Das sind doppelte Kosten. Also man reißt es ab und baut es wieder auf, weil du musst ja auch wieder einen Kern bekommen. Es kommt ja mal darauf an, wie gebaut wird. Also sollte wieder so eine Säule entstehen, wäre es natürlich schade, die alte nicht zu nutzen. Aber ich glaube nicht, dass es so in der Art wieder gebaut wird. Also ich nehme eher auf, dass es wie so ein kleines Dorf gebaut wird. Kann ich mir eher vorstellen, oder wie eine Akademie. Ja, aber nicht in dieser Art und Weise. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ist einfach so.
Der Architekt des bestehenden Rathauses, also Herr Parade, ist beim Bau deutlich unter der veranschlagten Summe geblieben. Er hat damit gezeigt, dass man sich auf seine Kalkulation verlassen kann. Also auch auf den Festpreis, den er der Stadt für die Sanierung genannt hat. Tja, also man sieht ja, was draus geworden ist. Wenn man sich die Geschichte des Rathauses mal durchliest, waren ja sofort nach Eröffnung Mängel. Mhm. 5 Jahre später hat es reingeregnet, kalt und. Und das hat sich über die ganzen Jahre lange hergezogen. Daran kann man sehen, dass der Architekt wahrscheinlich nicht alles berücksichtigt hat, was da sein kann, durchs Klima, durch Wasserschäden und. Da ist ja eine richtige Fäulnis und Schimmelpilz, da ist ja alles bewiesen und belegt. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und wenn der Architekt das berücksichtigt hätte, wären auch mehr Kosten entstanden. Ganz einfach. Also der Architekt sagt dazu, er hat damals eine andere Fassade vorgeschlagen. Es gab eine Ausschreibung für Fassadenbauer. Die Stadt hat sich für den günstigsten entschieden. Und dann sind diese Mängel aufgetreten. Und was interessant ist dabei, es wurde überhaupt kein Regress beantragt, sondern die Stadtverwaltung soll so damit gelebt haben, dass die Mängel da sind. Ja, das sind Fehler, die wir heute nicht mehr bereinigen können. Ich weiß auch, kann auch nicht hinterhaken. Mhm. Das ist für mich jetzt ein bisschen utopisch alles. Ich habe ja einen Jetzt- und Hier-Zustand. Und was damals war, ich kann ja nur sagen, nach ein paar Jahren war es schon wieder baufällig. Und waren die ersten Reparaturen fällig? Wer jetzt daran Schuld hat, die Schuldfrage zu klären, das liegt nicht in meiner Sache. Darum sollen sich ganz andere Leute kümmern. Okay, aber es hieße ja, dass man bei der Sanierung eine neue Fassade errichtet. Und die eben vielleicht sogar Solarzellen beinhaltet, dass man damit auch Strom erzeugen kann und damit noch Geld verdienen kann. Was denkst du darüber? Das kann ich bei einem Neubau natürlich auch alles wunderbar okay. berücksichtigen. Ich kann alles schön begrünen, bepflanzen, Fördermittel dafür beantragen und. Ist natürlich auch alles eine Fürsprache für den Neubau, so sehe ich das, anstatt das Vorhandene retten zu wollen. Okay. Die klimatischen Verhältnisse werden durch die neue Fassade im Winter und Sommer optimal sein, sagen die Rathausfreunde. Was sagst du dazu? Die Rathausfreunde. Wenn ich einmal kurz dazu ausholen darf. Ja, klar, darfst du gerne. Ich frage mich mal, wer sind diese Rathausfreunde? Ich habe das mal so ein bisschen beobachtet. Zeitungsartikel habe ich mir durchgelesen und die Fotos dazu angeguckt. Die Rathausfreunde, da steht eigentlich eine Partei dahinter. Welche? Und welche? Ich nenne überhaupt keine Namen, das interessiert mich auch gar nicht. Die halten alle selbstgeschriebene Plakate, alle vorgedruckte Plakate hoch und. Mhm. Die Rathausfreunde, das ist ein zusammengewürfelter Haufen, die sich da was in den Kopf gesetzt haben und wollen unbedingt irgendwas durchsetzen, was doch schon lange beschlossen ist. Für mich ist das eine Rauszögerei, ist das eine Frechheit für einen Ahlener Bürger, ja, dass eine Minderheit sich so hochpusht, ja. Also wenn die alle Befürworter dafür mal auf die Straße gehen würden, möchte ich nicht sehen, was hier vor dem Rathausplatz los wäre. Jetzt nehmen wir mal an, die Rathausfreunde würden aufgrund ihrer Fachexpertise, die sie haben, durch Architekten und so weiter, Fehler und Mängel in den Gutachten und in der Planung sehen. Und sehen, dass wir hier in die Haushaltssicherung landen und sehen, dass für Kosten, die kommen werden, verschwiegen werden. Zum Beispiel die Fläche unten, wo das Rathaus gebaut werden soll, da ist Schwemmsand drunter. Ja. Das war damals schon untersucht worden, als Parade das Rathaus baute. Und der hatte gesagt, hier können wir es nicht bauen. Dann treten die Gebäude in Mitleidenschaft, die können Risse kriegen, wenn wir hier Bohrungen machen und so weiter. Dass dann ist in den Neubauplanungen gar kein Ratssaal oder so weiter drin. Es ist also eine Kalkulation, die aus Sicht der Rathausfreunde Mängel beinhaltet. Und die Rathausfreunde sagen, wenn das jetzt wird, dann nimmt Aalen Schaden. Und da
wehren wir uns gegen. Und die Demokratie bietet diese Möglichkeit, zu sagen, halt, stopp im Rat, weil der Rat hat nicht immer in Aalen gut entschieden. Da gibt es Beispiele für, dass das so ist. Und die Rathausfreunde sagen, man kann nicht einfach das stumpf übernehmen, was der Rat entscheidet. Da frage ich mich, wo waren denn die Rathausfreunde vor 20 Jahren? Ja. Als die hätten mit dem bösen Finger aufzeigen müssen, ihr müsst das Rathaus sanieren. Wo waren die denn da? Verstehe ich nicht. Wo kommen die jetzt auf einmal her und setzen sich für sowas ein? Also das kann doch nicht ein privates Interesse sein, dass dieses Aquarium, dieses defekte Gebäude geschützt wird. Ja, von mir aus sollen sie das Rathaus abreißen und an der Stelle, wo das Rathaus jetzt steht, neu aufbauen. Da ist kein Schwemmsand. Das ist richtig, ja. Wir haben genügend andere Begebenheiten, wo die zu der Zeit umziehen können und weiter ihre Geschäfte machen können. Ja, da haben wir genug Ausweichmöglichkeiten und die müssen nicht unbedingt das Rathaus stehen lassen und woanders bauen. Aber welche Motivation unterstellst du den Rathausfreunden, dass da eine Partei auch hinter ist? Also welche Interessen gibt es da? Hat eine Partei? Ich glaube, sich einfach ein bisschen im Vordergrund zu spielen, sich selber ein bisschen zu pushen, ist wahrscheinlich ganz wichtig, weil, wie man sieht, ist in den letzten 3 Jahren ist hier unwahrscheinlich viel passiert. Es sind viele alte Gebäude verkauft worden. Teilweise werden sie wieder genutzt, was ich auch sehr gut finde. Die alte Blomberg-Werk oder wenn man jetzt den Kreisel sieht, den neuen, der ist auch schön geworden. Ob der jetzt verkehrstauglich ist oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Aber optisch ist das ein Knaller. Fertig. Und das ist bei vielen Sachen so. Wenn ich die Friedrich-Ebert-Halle sehe, wenn ich den Berliner Park sehe, wenn ich einfach diese Sachen einfach zusammenfasse, die in den letzten 3 Jahren passiert sind in Aalen, fände ich es einfach gut, wenn man den Leuten auch die Chance gibt, was Vernünftiges vorzustellen, was Vernünftiges vorzubringen und das auch umzusetzen. Weil alles, was vorher war, da war nichts. Da ist ja nichts passiert, da ist nichts bewegt worden. Gerade Instandhaltung, wie man sieht, war da auch nicht viel. Ja, da wurden, ich weiß nicht, was mit den Geldern alle gemacht worden ist. Jetzt sieht man, passiert was, für den Bürger auch sichtlich, was ich ganz wichtig finde. Ja, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht, also die Stadt ist wieder belebt, die Geschäfte sind voll. Es geht, wenn man nur will. Und das ist die Sache. Für mich ist die Motivation dann einfach zu sagen, komm, jetzt noch einen draufpacken, wenn wir jetzt ein neues Rathaus hinkriegen, was einigermaßen von den Kosten in Ordnung ist, ja, wahrscheinlich sogar günstiger ist als ein Neuaufbau des bestehenden Rathauses, dann sehe ich doch zu, dass ich ein neu gebautes Rathaus hinkriege. Was mich mal interessiert, das ist, was ich jetzt sage, spekulativ. Ne? Nimm mal an, es kommt wirklich zum Neubau und es werden immer wieder Kosten nachgeschoben. Immer wieder Kosten nachgeschoben an Dingen, die man nicht gedacht hat oder nicht denken wollte. Und plötzlich sind wir in der Haushaltssperre, können uns nichts mehr leisten. Was machst du dann? Du bist ja Befürworter. Und wenn so ein Fehler passiert, das ist jetzt hypothetisch, ich sage nicht, dass er passiert, aber wenn er passiert, was machst du dann? Dann müssen wir uns den Schuh anziehen. Also wir statt allen, wir haben es ja auch nicht einfach, wollen wir mal so sagen. Durch Schließung der Zeche und so weiter haben wir schon ein bisschen zu kämpfen, sowieso mit unserem Haushalt. Wir müssen aber auch zusehen, dass wir auf dem modernsten Stand bleiben. Ja, wir müssen, wenn wir neue Unternehmen hier hinlocken wollen, da geht es auch um die Zukunft meiner Kinder, ja, dann muss man halt denen auch was bieten können. Und nicht sagen, ja, mit so einem Gebäude, was neu aufgebaut wurde, weiß man, ob da die Kosten hinterher reichen, was da für Mängel hinterher auftreten, im Nachhinein oder beim Bau erst auffallen. Da ist alles möglich. Also so oder so machen wir es wahrscheinlich falsch. Es muss was Neues her. Irgendwas muss gemacht werden. Ich bin aber für einen Neubau. Okay.
Ja, im neuen Rathaus ist kein Ratssaal eingeplant. Der ist in der aktuellen Kalkulation noch nicht berücksichtigt. Es ist also mit unbekannten Mehrkosten zu rechnen, sagen die Rathausfreunde. Dann soll auch der Rat einfach sagen, was Sache ist, soll ein Modell offen stellen und soll sagen, so soll es aussehen. Wir haben uns die Ratstreffen halt so und so vorgestellt, da und da. Und wenn es eine Freilichtbühne ist, ja, man muss es erst sehen. Und dann kann ich darüber was sagen. Ich kann dazu jetzt selber nichts sagen. Okay. Also am vorgesehenen Bauplatz für das neue Rathaus befindet sich Schwemmsand. Das war in den 70er Jahren bei der Bauplatzsuche aufgefallen. Um da mal drauf einzugehen, habe ich auch viel gelesen und gehört. Dann gibt es dann Beschwerden, da könnten Lärmbelästigung und und. Ist beim Neubau oder beim Umbau entsteht derselbe Lärm. Vielleicht fahren da 20 LKWs mehr oder 30, die werden da keinen umbringen. Gerade wenn ich das städtische Gymnasium sehe, die ganze Straße lang, da stehen überall neue Gebäude. Da hat sich keiner drüber aufgeregt. Auf einmal schreiben die Rathausfreunde, Lärmbelästigung und Unterricht wird gestört. Das vorher da gebaut wurde ohne Ende, das juckt überhaupt keinen. Das Möbelhaus wurde umgebaut, da sind jetzt Wohnhäuser drin und. Das ist Anstellerei. Die sollen da mit Argumenten kommen, die mich überzeugen, oder sollen es einfach lassen. Also da bringt mir nichts. Es gibt zum Beispiel ein Argument, ich hatte ja vorhin mal erzählt, dass der Beton sehr, sehr über die Zeit sehr, sehr fest wird, ja, und sehr, sehr hart wird. Ja. Das heißt, man muss, um den wegzukriegen, mit so einem Greifer arbeiten, der das so abknabbert. Und der erzeugt eine Menge an Lärm und eine riesen Staubbelastung. Und wenn man dann diesen ganzen Beton dann mit LKWs über die Straßen wegkarrt, dann kann es sogar sein, dass Straßen Schäden nehmen und die nicht mehr richtig befahrbar sind und dann dadurch wieder Kosten entstehen. Was denkst du darüber? Also die LKWs werden so oder so fahren. Ja, beim Abriss, wo sollen die Sachen hin? Die lösen die Luft auf. Wie die Leute das wohl annehmen. Wenn abgerissen wird, muss das Zeug transportiert werden. Muss man vielleicht die Folgeschäden auch mit einrechnen von den Straßen. Aber das hat dann für beide Parteien gilt das. Und nichts anderes. Für die Sanierung oder für Neubau. Da ist auch nicht viel Unterschied. Also, ich wohne auch an der befahrenen Straße und wenn die dann neu gemacht werden muss, weil da die LKWs herfahren, dann ist das halt so. Damit muss man dann leben. Markus, was ist so dein Wunsch für die Zukunft des Rathauses? Was möchtest du gerne dafür? Also, ich hätte gerne, dass alles in diesem Komplex integriert ist, auch die Stadthalle, alles dabei ist. Dass es auch ein bisschen ins Stadtbild passt, ja, so wie Stadtbücherei oder zum Marktplatz passt, weil das Gebäude ist einzigartig in Aalen, das passt überhaupt nicht hier rein. Da ist es, als wenn man in einem Lego-Baukasten ein Radiergummi reinschmeißt. Ist einfach so, es passt nicht zu der Stadt Aalen. Und ich wünsche mir einfach, dass es integriert wird, dass man sich da treffen kann, freundlich, nett. Dass vielleicht auch ein bisschen Trubel da ist. Ja, man hat ja jetzt zum Beispiel den Gourmet-Markt da, dass man sowas alles mit einbinden könnte. Sowas fände ich halt toll. Ja, und dem muss man einfach eine Chance geben. Und ich glaube, wenn man da eine Ausschreibung macht und da kommt mit Sicherheit was Gutes zustande. Besser als dieser Fremdkörper, der hier einfach nicht zu Aalen gehört. Wie gesagt, den findet man auf keiner Postkarte oder sonst wo. Vielleicht von 1977 eine, wo man noch stolz drauf war. Aber ab 1980 war damit schon Feierabend. Sollen sogar Preise gewonnen worden sein mit der Architektur. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, das ist wahrscheinlich wie beim, ne, kann ich jetzt nicht sagen, Fiat Multipla. Raumwunder, aber hässlich ohne Ende. Ich danke dir, dass du hier warst, dass du dich den Fragen gestellt hast. Gerne.